Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 2. Wir sind jetzt mit Sora unterwegs und wir sind kurz davor, eventuell den König zu treffen. Euer Freund, der euch sucht, ist am Bahnhof. Dazu müsst ihr einfach die Anhöhe hinauf. Ihr seht besser nach, was er von euch will. Okay. Wenn ihr über die Stadt Bescheid wissen wollt, geht zum Turnierplatz. Wir sind beschäftigt. Ich bin sicher, Cyphers Bande wird sich eure annehmen. Ah ja. Wir müssen unsere Hausaufgaben erledigen. Wenn du Zeit hast, such dir doch einen Job. Oh, warte. Ich glaube, zurzeit ist überhaupt nichts ausgeschrieben. Gut, gehen wir erstmal zum Turnierplatz. Bahnhof ist doch vollkommen unwichtig. So. Hey, ihr. Wo kommt ihr denn her? Sucht der Nasen etwa Streit mit uns? Streit? Wir haben nicht vor, uns zu streiten. Hey, ganz schön frech bist du. Na gut, ihr Schlauberger. Ich zeig euch mal, wie man sich in meiner Stadt benimmt. Kommt schon! Mann, was für ein Idiot. Aha. Augenblick! Wenn ihr schon kämpfen wollt, warum nicht gleich in einem Struggle-Match? Was? Weißt du, Cypher, ich bin ein großer Fan von dir. Was? Was willst du von mir? Ganz einfach. Ich will noch mehr von deinem grandiosen Kampfstil sehen. Du hast im Turnier deine Klasse bewiesen und dann den Titelkampf souverän dominiert. Aber ich krieg eben nicht genug. Verstehst du? Deine Kämpfe sind immer viel zu kurz. Wie heißt du, Junge? Sora. Sora, wenn du kämpfen willst, dann gibst du mir einfach Bescheid. Ah ja. Du möchtest dich im Kampf messen? Fein. Zuerst möchte ich sehen, wie stark du bist. Ich habe momentan keinen Gegner. Du wirst also warten müssen, kannst aber so lange schon mal in dich gehen. Ah ja. Augenblickliche Vernichtung. Ich weiß nicht, wer ihr seid, aber gegen Cypher habt ihr beim Struggle nicht die geringste Chance, klar? In einem Straßenkampf oder beim Struggle. Hier, gegen jemanden wie dich verliere ich nicht. Warum kommst du nicht in 10 Jahren nochmal? Versuchst es dann. Mal sehen. Ich habe jetzt gar nicht auf dem Turnierplatz geguckt, ob ich da die Kisten mitgenommen habe. Ich muss jetzt nochmal zurückgehen. Die Kisten gehören zu 100%. Ansonsten muss ich das irgendwann mal später nochmal machen. Wenn ich irgendwelche Kisten übersehe, dann gibt es wahrscheinlich Folgen, wo ich nur Kisten sammle. Okay, hier war keine. Ich habe kein Problem damit, Kisten zu sammeln. Es macht mir persönlich Spaß, aber ich weiß nicht, wie interessant die Folge dann wäre. So. Ist noch eine Kiste? Ein Waldstück war ich auch noch nicht. Ah, da ist Vivi. Und mehr Kisten. Cypher ist echt stark, klar. Ups, ich wollte nur mal so klingen wie Rai und so. Ah ja. Hm. Da hinten ist noch eine Kiste. Dann habe ich, glaube ich, alle aus dem Waldstück. So, mal sehen, was wir noch so finden, wenn wir uns in der Stadt umgucken. Egal wie viel ich platt mache, es werden einfach nicht weniger. Was soll ich nur tun? Oh, yeah!
gefährliche Bienen. So. Komme ich da hinten hin? So bestimmt nicht. Hier, wobei doch da ist so ein Zwischenabsatz. Komm her, Kiste. So. Nicht mehr der Jüngste, ich könnte beim Aufräumen wirklich Hilfe gebrauchen. Ja. Wäre vielleicht wohl besser. Oh, da sind Aushänge, die ich jetzt aber gerade nicht wirklich beachte. Zu diesen Struggle-Turnieren kommen immer richtige Menschenmassen. Und das alles dank mir. Ohne die Plakate wüsste ja niemand, dass sie stattfinden. Trotzdem bin ich fix und fertig. Ah ja. Was du nicht sagst. Hier könnte ich Einkäufe machen. Bin nicht so der kauffreudige Typ. Hier ist noch eine Kiste. Kann ich auch hier rein? Ich kann noch nicht hinein. Sind sie noch bei den Vorbereitungen? Achso. Gut, also in die Gänge darf ich nicht. Es ist kein leichtes, an dieser steilen Anhöhe Briefe auszutragen. Aber der Auslieferer ist so schnell. Womit ist er nur unterwegs? Tja, ich würde mal sagen, mit einem Skateboard. Was gibt's denn hier eigentlich zu kaufen? Potion und Zelt. Ich hoffe, ich finde bald jemanden, der ein wenig artistisch begabt ist. Sind wirklich keine Aushänge da? Jobinfos werden derzeit auf den neuesten Stand gebracht. Bitte später wiederkommen. Achso, okay. Jetzt schauen wir uns nochmal hier kurz um wegen Kisten. Ich sehe hier keine. Gut. Bist du hier, um einen Job zu finden? Ich finde keinen, den ich machen könnte. Wie soll ich die Ladung nur denn hier rauf zur Garage schaffen? Und beeilen soll ich mich auch noch, da habe ich ja einen tollen Job angenommen. Tja, das nennt man wohl Künstlerpech. Hier soll ja der König gesehen worden sein. Ein Stellungsspiel machen?
Nee, scheinbar nicht. So. Sehr schön. Und Combo Boost als Ability freigeschaltet. Steigt in den Zug und verlasst die Stadt. Der Zug weiß, wohin es geht. Hier. Eure Majestät! Der König? War das wirklich der König? Ich denke schon. Nein, ich bin mir sicher. Sagt ihr, dass ihr mal so tut? Der König blieb im Reich der Dunkelheit zurück, stimmt's? Genau. Aber wir haben ihn gerade gesehen. Ja. Und wenn der König hier ist, dann ist es Rico bestimmt auch. So wird es sein. Also, ich gehe Rico suchen. Dann können er und ich zur Insel zurück. Zur Insel, auf der Kairi auf uns wartet. Was macht ihr beiden jetzt? Oh. Donnerwetter, Sora, das fragst du noch? Hey, was gibt's da zu lachen? Eure Gesichter. Na, was meint ihr? Gehen wir noch einmal zusammen auf große Reise? Super. Und wohin zuerst? Zuerst steigen wir in den Zug. So war's. Na los! Ein Talerbeutel erhalten mit 5000 Talern und ein Kristall, der in dem Talerbeutel war. Und geheime Ansichtsbericht 2. Die lese ich vielleicht später mal vor, wenn ich alle habe. Wartet! Hä? Hey, Sora! Was gibt's? Eigentlich nichts, aber... Wir wollten euch verabschieden. Irgendwie hatten wir das Gefühl, das müsse sein. Oh. Echt? Danke. Ihr beeilt euch besser mit den Fahrkarten. Okay. Ja? Was ist denn? Die sind ja gleich. Ja. Drei Fahrkarten, bitte. Ich habe das Gefühl, dass wir diese Stadt nicht mehr wiedersehen. Du grübelst zu viel. Ja, du hast recht. Ein
Tut mir leid, dass ich vorhin so abweisend war. Mich hat die ganze Zeit etwas beschäftigt. Wir sehen uns vielleicht für eine Weile nicht. Passt gut auf euch auf, ja? Natürlich. Innerhalb der Stadt ist Fahrt kostenlos. Abfahrtszeiten zum Abendrotbahnhof. Ah ja. Sora, wegen eures Beutels. Ach, nicht so wichtig. Besucht uns bald mal wieder, ja? Ihr findet uns an unserem Treffpunkt. Seltsam, wir hatten plötzlich das Gefühl, wir müssten euch unbedingt verabschieden. Es ist fast so, als würden wir jetzt jemanden auf Wiedersehen sagen, den wir gerade erst nach langer Zeit einmal wieder gesehen haben. Ah ja. Es ist soweit, unser Abenteuer kann beginnen. Wenn du hier noch was erledigen willst, nur zu. Jetzt ist die letzte Gelegenheit. Na dann. Kisten. Ich laufe gern auf Schienen rum. Die Züge da sehen aus wie Spielzeuge. Ist noch eine Kiste? Kann ich jetzt zum Abendrotbahnhof? Ne, das ist nicht der richtige Zug. Na super. Ich frage die anderen, ob wir bereit sind aufzubrechen. Okay. Das wird eine lange Reise. Du bereitest dich besser vor. In den Zug steigen. Ab an Bord. Los, auf geht's. Wiedersehen. Hey, Sora. Bist du sicher, dass wir uns nicht kennen? Absolut. Wieso fragst du? Ach, nur so. Bist du in Ordnung? Ja. Weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Reiß dich zusammen. Klar, bis bald. Wisst ihr, ich... bin traurig. Wir tun bald wieder. Ja, besuchen wir Heiner und die anderen bald wieder. Und weg ist er. Ein
Der Turm. Hier sind wir in den Zug gestiegen und hergekommen. Wie der König es gesagt hat, irgendetwas ist seltsam in diesem Ort. Wo sind wir bloß? Jemand ist am Eingang des Gebäudes. Abenteurerregel Nummer 17. Informationen sammeln. Und was sind die anderen 16 Regeln? Und gibt es noch mehr? So. Was machst du da? Ich habe ein paar meiner Lakaien reingeschickt, die rausfinden sollen, ob der Herr dieses Turms wirklich so viel drauf hat, wie man sagt. Es heißt, er sei ein mächtiger Zauberer. Damit wäre er der perfekte Leibwächter für mich. Ganz egal, wie stark er ist, sobald er ein Herzloser ist, tut er, was ich sage. Ein Herzloser? Ganz recht. Das sind die, die aus der Dunkelheit in den Herzen der Menschen geboren werden. Und mit den ganzen Herzlosen unter ihrem Kommando kann die Hexe Malefiz alles und jeden unterwerfen. Und da ich der guten Malefiz etwas schulde, bereise ich allerlei Welten und stelle eine Armee von Herzlosen zusammen. Extra für sie. Kapiert? Dann verschwindet. Warum erzähle ich euch Zwergen das alles? Ich bin auch so schon spät dran. Du solltest lieber was Netteres tun. Oh, sagt wer? Ihr zwei? Hallo? Was habt ihr zwei Nasen hier zu suchen? Was machst du denn hier? Ihr kennt ihn? Na und ob? Carlo war schon immer ein Unruhestifter. Seine Majestät hat ihn vor langer Zeit in eine andere Dimension verbannt. Wie konnte er bloß entkommen? Dann sperr mal die Schlappohren auf. Also, Malefiz hat mich befreit. Jawohl, und jetzt schnapp ich mir eure Welt. Ach was, gleich alle Welten da draußen. Und dann werde ich herrschen. Denn Malefiz hilft mir dabei, sie zu erobern. Malefiz, hm? Aber was gibt's da zu lachen? Malefiz macht es so groß, dass... Die gibt's nicht mehr. Hä? Pech für dich. Malefiz kann dir nicht mehr helfen. Was soll das heißen? Ihr drei! Das geht doch auf euer Konto! Nun, das könnte schon sein, ja. Herzlose! Kommt raus! Siege alle Herzlosen. So, Carlo haben wir ja auch schon kennengelernt in 58,5 Tage. Wie er versucht hat, Herzlose zu erschaffen. Na, wartet! Niemand, wirklich niemand, legt sich mit dem mächtigen Carlo an! Sag mal, mächtiger Carlo, wer lebt eigentlich in diesem Turm? Was? Das weißt du nicht? Na, der alte Jens Sitt, aber der ist inzwischen sicher schon zu einem Herzlosen geworden. Meister Jens Sitt lebt hier? Jens Sitt ist der Lehrmeister des Königs. Wow, klingt sehr mächtig. Nebenbei sollte mal der eine oder andere, der es noch nicht wusste, Jens Sitt rückwärts lesen. Ich hätte nie gedacht, dass wir hier auf Carlo treffen könnten. Nicht auszudenken, wenn er nicht nur in unserer, sondern auch noch in dieser Welt hier sein Unwesen treibt. Carlo kommt ja wirklich ganz schön spät hierher. Es ist jetzt schon ein Jahr her, dass wir Malefiz besiegt haben. Woher weißt du denn plötzlich, dass es ein Jahr her ist?
Ich meine, ihr habt doch geschlafen. Wer sollte wissen, dass ihr ein Jahr lang geschlafen habt? Gerade voll die Haare im Gesicht. Das nervt gerade voll. Meine Hände kleben so, weil es zu heiß ist. Damit kann man gar nicht richtig spielen, das ist schrecklich. So. Ich hab nebenbei schon wieder überzogen, ne? Ich würde mal sagen, ich beende an dieser Stelle die Folge. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin und tschüss.